Was sind die wichtigsten Punkte Ihres Vortrages? Also ich berichte zum Thema Internet und Gefühle. Und das Erste ist, dass das Internet nicht nur Informationen verteilt, distribuiert, sondern auch Beiträge gibt, die uns interessieren in unserer Gefühlswelt. Das ist wichtig, also unser Denken und Fühlen wird angesprochen. Der zweite Punkt ist der, dass wir beachten sollten, dass wir nicht im Second Life leben, wenn wir im Netz sind, sondern dass es eine strukturelle Verschränkung gibt zwischen Online und Offline. Der nächste Punkt, den ich besprechen möchte, ist der, dass ich einen Dreischritt hier vortragen werde, nämlich erstens spreche ich über Körper und Sexualität am Beispiel der visuellen Pornografie und zum Zweiten spreche ich über die Anbahnung von Beziehungen, Liebe, Online-Dating und das Dritte ist dann das Pflegen von Freundschaften, also das Pflegen von Beziehungen. Und letzter Punkt, die große These ist die, dass wir sehr viel erleben im Netz, auch uns auch sehr aktiv erleben, auch sehr autonom erleben, aber wir doch sehen können, dass wir doch deutlich vom Markt gesteuert werden. Also die Vermarktlichung unseres Gefühlslebens schreitet sehr fort. Wieso sind die digitalen Medien denn gerade für den Bereich der Soziologie interessant? Die Soziologie beschäftigt sich ja landläufig mit der Gesellschaft und mit dem gesellschaftlichen Handeln und da ist besonders interessant zu schauen, welche Regeln es gibt, welche Strukturen es gibt, welche Semantiken es gibt, die menschliches Handeln prägen, damit auch gesellschaftliches Handeln prägen. Und die Frage mit den digitalen Medien ist dann ganz einfach so zu verorten, dass die Medien eine sehr große Rolle heutzutage spielen für die Strukturierung des gesellschaftlichen Handelns. Und der Soziologe möchte wissen, welche Art und Weise das passiert. Christian Schuld behauptet ja in seinem Buch Romantik 2.0, dass Online-Dating die Rückkehr zur Romantik ist. Inwiefern würden Sie dem zustimmen oder die These vielleicht auch ablehnen? Das ist so. Man muss sie immer sehen, diese These, in einem Kombipack praktisch. Und zwar auf der einen Seite, Online-Dating heißt eine Rationalisierung unserer Gefühle, und zwar im Rahmen einer Beziehungsanbahnung. Man sucht einen Partner. Das werde ich gleich in der Vorlesung auch sagen und aufzeigen können. Das bedeutet weniger Gefühle und mehr Ratio, mehr Rationalität. Der Mensch bleibt aber ein Stück weit alt und wird es wahrscheinlich auch bleiben. Das heißt, das ist ihm für ihn eigentlich sehr kalte Welt und er versucht dann eine Re-Romantisierung, eine Wieder-Romantisierung zu erreichen. Also sprich, Online-Dating macht die Welt kälter. Entromantisiert und der Einzelne re-romantisiert sie, indem man nämlich Liebeskommunikation betreibt in der Form eines Liebesbriefes, wie wir ihn noch aus der Zeit eben der ganz materialen Liebesbriefe kennen. Und zum Zweiten bemüht er sich natürlich aus der Offline-Welt, aus der Online-Welt in die Offline-Welt zu kommen, sprich die Menschen dann zu treffen und das ist mit romantischen Gefühlen verbunden. Und ich meine, das ist auch gut so. Vielen Dank.